Mit den HSV stieg in der Saison 2017-18 das letzte Gründungsmitglied der ersten Fußball-Bundesliga in die zweite Liga ab. Damit war der HSV bis 2018 der letzte deutsche Verein, der weder auf- oder abgestiegen ist. Seit der Abstiegssaison 2017-18 gibt es gar keinen Verein mehr, der seit der Bundesliga-Gründung dennoch nie die zweite Liga besuchen durfte. Allerdings gibt es im deutschen Oberhaus sieben Bundesligisten, die nach ihrem Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga nie wieder in die zweite Liga absteigen mussten. Im heutigen Video geht es um sieben Bundesligisten, die noch nie aus der ersten Bundesliga abgestiegen sind. Nummer 7. 1. FC Union Berlin. In der Saison 2019-2018 stieg der ostdeutsche Fußballverein 1. FC Union Berlin erstmals in die erste Fußball-Bundesliga auf. In der Relegation setzten sich die Eisernen gegen den VfB Stuttgart durch. In der Debütsaison der Köpernicker wurde der Hauptstadtklub von vielen als klarer Abstiegskandidat gehandelt, machte allerdings schon am 32. Spieltag den Klassenerhalt perfekt und landete am Ende auf den 11. Platz. Diese Saison durften die Unioner sogar von den internationalen Plätzen träumen. Nummer 6. RB Leipzig. RB Leipzig wurde im Mai 2009 gegründet und übernahm in der Oberliga Nordost das Startrecht des SSV Markranstädt. 7 Jahre später schaffte es Red Bull, ich meine Rasenballsport Leipzig, 2016-17 leider den Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga. In den ersten Jahr wurde RB sogar Vizemeister. Nummer 5. FC Augsburg. Nachdem der FC Augsburg im Mai 2010 in der Relegation am 1. FC Nürnberg VfL gescheitert war, schafften es die Augsburger ein Jahr später den erstmaligen Aufstieg in die erste Liga. In dieser Saison 2021 feierte sogar Augsburg ihr 10-jähriges Jubiläum. Die beste Saison war in der Saison 2014-15, dort qualifizierte man sich sogar für die Europa League. Nummer 4. TSG Hoffenheim. Unter Ralf Rangnick marschierte die TSG Hoffenheim von der Regionalliga bis in die Bundesliga durch, wo die Kraichgauer in ihrer allerersten Saison 2008 2009 Herbstmeister wurden. In der Rückrunde brach der Aufsteiger allerdings ein und landete am Ende auf Platz 7. Aktuell spielt TSG Hoffenheim immer noch in der ersten Liga und qualifizierte sich häufig mal für die internationalen Geschäfte. Nummer 3. VfL Wolfsburg. Seit der Saison 97-98 sind die Wölfe aus Niedersachsen fester Bestandteil der Fußball-Bundesliga. In den Folgejahren etablierte Wolfgang Wolf den VfL im deutschen Oberhaus. Den bislang größten Erfolg der Vereinsgeschichte feierten der Autoclub 2009, als man unter Felix Magath deutscher Fußballmeister wurde. Nachdem Wolfsburg 2007 gegen Braunschweig und 2008 gegen Holstein Kiel den Klassenerhalt erst in der Relegation perfekt machen konnte, qualifizierte man sich in der darauffolgenden Saison sogar für die UEFA Europa League. Und dieses Jahr qualifizierte man sich sogar für die UEFA Champions League. Nummer 2. Bayer 04 Leverkusen. In der Saison 79-80 stieg die Werkself erstmals in die erste Fußball-Bundesliga auf. In der über 40 Jahren Bundesliga wurde Bayer 04 Leverkusen kein einziges Mal deutscher Meister und man musste sich insgesamt 5 Mal nur mit der Vizemeisterschaft zufrieden geben. Nummer 1. FC Bayern München. Bei der Gründung der Bundesliga war der FC Bayern München keines der 16 Gründungsmitglieder und spielte anfangs in der zweitklassigen zweiten Bundesliga. Der deutsche Rekordmeister stieg erst 1995 in die Eliteklasse auf und holte nach 4 Spielzeiten die allererste deutsche Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga. Seither durften sich die Bayern über 30 Bundesligameisterschaften freuen. Die schlechteste Endplatzierung erzielten die Münchner in der Saison 77-78, die man als Tabellenzwölfter abschloss. So, das war's mit dem Video. Welchen Verein hättet ihr in dieser Rangliste? Ich erwarte, es kommt drauf an, wer jetzt noch aufsteigt, wenn Holstein Kiel noch aufsteigt. Die sind auch noch nie theoretisch abgestiegen. Ja, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.